Okay, es tut mir leid, der ganz oben, ganz oben rechts bei mir ist Wie raus. heißt der? Ich war, Wie sieht aus? Wie warte. sieht aus? Wie sieht aus? Musa. Oh, Musa, okay. I'm so sorry. Aber du warst so. Alles gut. Peace out. Mach's gut, Musa. Danke fürs Mitmachen, Habibi. Alle. Mann, Mann. Und, warte, wie heißt der nochmal? Ich habe die Namen aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, welche die sind. Der mir die Schuhe gezeigt hat. Oh, der Timo, glaube ich, war das. Timo. Timo straight raus? Okay, krass. Timo, warum bei Timo jetzt so Ding? Was hat dir nicht gefallen nochmal? Das Ding ist so, es war ein bisschen langweilig. Es tut mir leid, ich will niemanden verletzen jetzt damit. Kann sein, dass du mit anderen Personen bleibst, besser als mit mir. Aber ja. So, jetzt kannst du jedem Einzelnen erstmal Fragen stellen, so was dich vielleicht noch interessiert bei jedem, so jemand einzeln. Weißt du, ich meine zum Beispiel, hier Bachelor gefällt dir, dann kannst du ihm eine Frage stellen nochmal Nein, nein, oder nein, du sowas. musst eine Frage stellen und jeder muss sie Ah, oder beantworten. so, stimmt. Und wenn dir die Antwort nicht gefällt, dann musst du wieder zwei rauswerfen. Bei den zwei, bei denen die Antwort nicht gefällt. Mein Manager. Also ich muss zwei von denen eine Frage, die gleiche Allen. Frage. Du Nein, nein, stellst stimmt. eine Frage für alle. Genau. Und wenn dir zwei Antworten nicht gefallen, die wirfst du raus. Genau. Ich habe die Fragen hier. Gib mir eine Sekunde, bitte. So vorbereitet, so super in dir. Was macht Okay, Bachelor okay, die okay. ganze Zeit, Chef? Was macht er die ganze Zeit? Guck mal auf seine Würdet Knöchel. ihr, wie sagt man Congelado auf Deutsch? Congelado. Würdet ihr so im Feuer sterben oder am Frieren? Versteht ihr, was ich Achso, meine? also würdet ihr lieber verbrennen oder würdet ihr lieber erfrieren? Ja. Okay, krass. Soll ich anfangen? Bruder, Also. nimm das Zepter in die Hand. Also India, du weißt schon, ich würde lieber am Feuer sterben, weil erfrieren ist so, weißt du warum, das ist so ein bisschen so diese Homeless-Vibes. Checkst du, was ich meine? Boah, jetzt hat er reingeschissen, Würdest glaube sagen. ich. Okay, ich respektiere das. Nächste. Willst du einfach mal antworten? Ja. Ich weiß nicht, Das was er Ding meint mit ist, Homeless. ich glaube, ich würde auch lieber Feuer nehmen, sage ich dir ehrlich. Einfach aus dem Grund, dass wenn du, weißt du, wenn du erfrierst, dann Junik ist alles so noch so süß. kalt. Er ist so Hä, süß. aber bei dir ist Na, alles doch zu pass, warm. pass auf, pass auf, pass auf. Wenn du erfrierst, weißt du, dann ist alles kalt und alles. Zum Beispiel, wenn du draußen bist im Winter, Antarktis, bei Minusgraden. Aber wenn du im Feuer bist, dann ist doch dein Kopf und deine innere Seele muss da brennen, weißt du? Und ich glaube, so würde ich lieber sterben, als Goethe-Riss. wenn alles kalt wäre, weil ich dann Goethe-Riss. noch am Brennen bin. Goethe-Riss. Oha, Poesie hier, wow. Muss auch mal sein. Ich hab's nicht verstanden, aber so ein bisschen Okay, Goethe. next. Na, also ich sag mal, oder ich würde safe lieber affieren. Ich hab's nicht Weil Brennen verstanden. ist das Schmerzhafte, was es auf dieser Welt gibt. Und weißt du, und wenn ich affiere, kannst du kommen und mich auftauen, so, das ist ja kein Problem. Ich mache einfach weiter. Bei mir, ich habe mir immer vorgestellt, einen schmerzlosen Tod. Also dann eher lieber erfrieren, anstatt zu verbrennen. Und verbrennen geht auch viel länger, weißt du? Erfrieren tut Ey, auch die weh, Frage ist aber auch so aber schwer, ich denke ne? nicht, wie jetzt im Feuer zu liegen, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich würde einfach verbrennen. Schön warm. Die letzten Stunden im Leben warm verbringen, weißt du? So, wir können auch zusammen dann verbrennen. Auch Okay, süß. dann. Guck mal, Gut. Sali, wer sich das Lachen Nee, verkneifen muss. danke. Next. Ich würde Dings einfrieren, weil ich glaube, Hitze Ich ist glaube sofort. so, wie soll ich sagen, man leidet mehr bei Hitze. Und einfrieren nicht so hart. Und ja, deswegen. Und du kannst ja eh wieder auftauen, deswegen ist alles gut. Und nächste? Ich würde eher sagen, Feuer, also verbrennen, weil ja, das geht schneller. Und ja, das heißt mal jetzt schneller tun, ne? Okay. Jesse ist Okay, so ich habe noch geil. eine letzte Frage an euch alle. Also ich habe Olifants, ja? Und wenn ich jetzt jemanden date, dann brauche ich halt einen Mann, der mit mir Olifants zusammen macht, ja? Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich sag, Bachelor wird ja sagen. Würdet ihr mit mir Videos drehen? Soll ich wieder anfangen? Na, mach du mal. Ja, mach ruhig. Ey, India, siehst du meine Kamera, wie professionell die ist? Oh! India, siehst du meine Kamera? Kannst du ein bisschen deinen Kopf so nach unten, dann kann ich Bett Er sehen, macht so dein Bett clever, der gut Hund, ist für die ne? Videos? Er macht so clever, Chat. Perfekt. Okay, 10. Das ist perfekt Nächste. für dich.
Ja, traurig. Er gewinnt das, glaube ich, Chat. Wow. Also ich habe auf jeden Fall in der Vergangenheit schon mal ein paar Videos gedreht, sage ich mal so. Also, weißt du, also mit Ex-Freundin und alles. Deswegen kannst du dich auf jeden Fall auf mich zählen. Ich habe die Erfahrung. Und auch mit Gesicht. Ja, normal. Ohne okay. Gesicht ist doch langweilig. Man muss ja alles sehen. Lügnerriss. Er liegt so rein. Deswegen habe ich Erfahrung und bin auf jeden Fall am Start. Big Cap. Nächste. Ja, also, wenn man es schon macht, dann kann man auch filmen. Das ist doch kein Problem. Wenn man Geld damit machen kann, warum nicht? Oh, die sind alle voll offen hier. Das gefällt mir. Das sind meine Jungs, deswegen. Das sind meine Jungs. Nächste. Guck mal. Sag mal so, ich weiß, die Antwort wird dir nicht gefallen, aber ich denke, wenn man Videos zusammen macht, dann eher lieber privat halten, weißt du? Dass man das für sich behält. Das macht es doch besonders, weißt du? Digga, also und nicht für 3,99 oder 4,99, dass man einfach diese Romantik, diese Atmosphäre einfach. Okay, aber ich gebe dir ein Beispiel, ja? Ich gebe dir nur ein Beispiel. Nur vielleicht kann ich deine Meinung machen, aber ich weiß nicht, ob es sich ändern wird. Guck mal, Sali schreibt. Es ist auch nicht schlimm, wenn es sich nicht ändert. Es bist du, weißt du? Ich gebe dir ein Beispiel. Was ist, wenn wir Videos drehen und ich habe, keine Ahnung, 100 Leute auf OnlyFans und wir verkaufen diese Videos für 100 Euro? Wie viel Geld haben wir dann? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gerechnet, aber wie viel Geld haben wir dann? 100 Leute, 100 Euro. Jeder von denen. 10.000. Ja, dann, 100 mal 100. Dann wäre ich dabei. Also wenn das Geld auch schmeckt, weißt du, dann können wir uns ja zusammen Sachen kaufen. Das macht es auch. Je nachdem. Aber nein. Was? Du sagst trotzdem nein. Je nachdem. Das ist verhandelbar. Guck mal, weißt du was? Du musst ein bisschen aktiver werden, weil es gefällt mir nicht so. Du musst Kaffee trinken oder so, weil what the fuck? Rede so mit Energie, was ist das? Ich weiß nicht. Ja, boah, Digga. Aber ich sag dir, je nachdem, ist verhandelbar mit dem Preis. Also nicht für 3,99, weißt du, was ich meine? Ja, okay, nächste bitte. Boah, er wird so rausfliegen gleich. Kann ich Maske tragen? So für Anonymität im anderen Leben? Wer redet gerade? Ist das fein für dich? Ich halt. Janik. Also Janik, nee, nicht ja. Mit Maske. Ohne Maske. Nicht mit Maske. Anonymität. Du musst doch meine Puppe decken, sieht man dann Gesicht oder nicht. What the fuck? Das geht auch mit Maske. Loch reinschreiben, schneiden, weißt du, wie ich meine? Skimaske. Okay. Nee, geht nicht. Okay. Aber ich bin trotzdem down. Chat, ich kann Next. Das nicht mehr. Okay, das ist gut. Es ist so viel zeig für mich. Zeig mal so dein Gesicht, also zeig mal dein Bett. Ich will gucken, welches besser ist. Von oben oder von unten. Siehst du doch. Ist cute mit der Lichter, süß. Super, oder? Der hat auch ein schönes Zimmer. Ah, okay. Ne? Der hat ein schönes Zimmer eigentlich. Also. Ja, diese ganzen, ich weiß nicht, ob die fake sind oder so, aber die sind so. Als nein, die sind echt. Ah, okay. Die sterben. Ich habe grünen Daumen. Ich auch. Okay, nächste. Weil wir haben nicht so viel Zeit. Nächste, ich nächste, hab nächste. Grünen Daumen, Bruder. Also ich würde guck mal, da lacht er, guck mal. Momente sollte man ja auch auf Video festhalten und sowas. Deswegen wäre ich dabei. Was macht der Kerl? Ich kann dir auch zeigen, dass ich was Besonderes bei mir habe, was die anderen nicht haben, so, weißt du? Ja. Deswegen, das passt schon. Das ist eine gute Antwort. Okay, nächste. Boah, ich ehrlich gesagt, ich würde das nicht machen. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von OnlyFans. Also vielleicht noch mit Maske und so, aber... Nee, zwei raus danach, Chat. So. Zwei kommen raus danach, Digga. Ich kann nicht mehr. Nee, ja nicht. Kann ich jetzt meinen raus? Yes, zwei kannst du raushauen. Let's go. Okay, die beiden gesagt haben, weil es tut mir leid, ich mochte euch von Anfang an, aber ich brauche Männer, die mit mir alles machen, was ich will, weil wenn du nicht alles machst, was ich will, dann what the fuck, ich will dich nicht. Wer hat nochmal Nein gesagt gehabt von den Jungs? Wer war das nochmal? Mit der rote Jacke. Okay, Jesse und Elias, okay, alright. Ja, okay, nee, es ist... Hallo, Bro. Alles gut. Ey, India, kann ich kurz was sagen? Much love. Ja? Du weißt, das Geld auf OF kommt mehr aus den Chats, aus den PP... Natürlich weiß ich das. Wenn du Videos kaufst, denkst, ich mache es seit 3 Jahren, OnlyFans, was willst du mir jetzt ein bisschen Business so Risk, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Ja, ich wollte nur sagen, wir können sehr viel Geld machen. Alles klar. Businessman. Alright, Jungs, ich küsse eure Herzen, Jesse und Lilias. Ihr habt euch gut gemacht. Yes. Aber, ja. Schade, okay. Kein Ding. Haut rein. Haut rein, Jungs, haut rein. Ciao. Okay. So, India.
Jetzt hast du wieder eine Frage und ich bin sehr gespannt, was da jetzt für eine Frage bei rumkommt, wirklich. Was ist eurem Fetisch? Boah, Fetisch, oh Gott. Meins? Übertreib nicht bitte, aber ja, haut raus. India Bay, du weißt schon. Hörst du mich? Bitte übertreib nicht, bitte übertreib ich nicht. Ich höre dich, ja. Bitte übertreib nicht. Ich mag Deep Throat. Was ist das? Das, wenn du es tief in den Hals nimmst. Na, du weißt ganz klar, dass das mein Vibe ist. He kill. Ich bin eher dominant. Also ich mag das gar nicht, wenn die Frau dominant ist, sage ich dir ehrlich. So, ich will halt die Oberhand haben und die muss halt machen, was mir gefällt und sonst. Also ist halt so mein Fetisch, ja. Ich? Wie bitte? Was ist dein Fetisch? So, was träumst du, was... Also was willst du, dass eine Frau macht? Was macht der da oben? Ich kann mich nicht konzentrieren, ich sage ehrlich. Ja, Bachelor. Auf jeden Fall Fetisch von mir. Also das Ding ist halt zum Beispiel, du musst dir halt vorstellen, geil. So in der Situation im Bett. Und ich mag halt gerne rumkommandieren. Wenn ich sage, mach das, dann machst du das, weißt du? Boah, ich sag, dreh dich ey, mit, erst direkt, erst straight, erst direkt, ey. Sowas. Alles gut. Aber das ist dein Fetisch. Ja, also... Fetisch ist halt, dass ich halt die Oberhand habe, weißt du? Ah, okay, verstehe, ja. Okay, next. Komm, wir sind jetzt gerade auf Twitch, ne? Da müssen wir aufpassen, was wir danke, sagen. Danke, Sali, danke schön. Also sag ich nur Wildwasserachterbahn, das reicht eigentlich schon. Was sagst du, Wild was? Wildwasserachterbahn. Und was ist das? Es wird nass, es wird nass. Ah, okay. Dicker Sali, ich liebe dich. Ich versuche es zu verstehen, aber ja. Nächste. Weil wir auf Twitch sind, muss ich bedeckt halten. Danke, Bruder, danke schön. Schreib mir das auf Instagram. Drechsler. Ich habe einen Fetisch für Latinas. Macht er clever. Wer ist der Nächste? Janik. Janik, rede, coño. Hab ich doch, ich habe Fetisch für Latinas. Ah, das warst du. Macht der, ja. Mach der schlau, Chad. Das ist schlau, ist schlau, ist schlau. I like that. Next. Ist schlau. Ich feiere auch Latinas so. Und ich mag das auch so, wenn man das. Ich feiere die so, als wäre das so ein Streamer, wisst ihr? Ja, ich feiere die. Und das ist dein Fetik. Okay. Ach, muss geil. Ich jetzt noch eine Frage stellen? Oder muss also, ich du kannst jetzt entweder, du musst jetzt drei rauswerfen, du kannst noch eine Frage stellen oder wenn du schon dir sicher bist, jetzt drei auf einmal direkt. Wenn du dir sicher bist, du kannst drei rauswerfen, wenn du noch mal eine Frage stellen willst, du kannst noch mal Fragen stellen. Hattet ihr schon mal FaceTime-Sex? Gute Frage. Ich schon wieder? Ja. Macht wie okay, ihr also wollt. Ich und dann meine Söhne, okay, easy. Boah. Also, natürlich hatte ich das. Darf er so mit euch? Der arme Digga, sagt der da. Darf er so mit euch, Digga? Sagt der Söhne. Alles gut, der spannt die ganze Zeit sein Bizeps an, aber ich sehe nichts, Bruder. Aber. Oder hätte er so zu mir gesagt? Ich weiß nicht. Lass die Vögel switchern, weißt du? Was? Keine Ahnung, die labern da irgendwas auf Liedsprache. Egal, nächsten. FaceTime auf jeden Fall, doch. Schön, also, das Holz ins Feuer, Holz ins Feuer. Live, sag ich dir ehrlich. Ne, live ist halt cooler. Aber, Live? Achso, live. Oh, okay, persönlich. Ich dachte live. Aber das ist ganz cool, wenn man sich so anteasen will, so ein kleines Vorspiel, weißt du? Wenn man sich, sage ich jetzt mal, in einer Woche trifft oder so, dass man so ein kleines Vorspiel miteinander hat und dann wird man halt noch geiler und dann kann man sich halt austoben. Mhm. Okay. Also, ja? ich sag mal so, am Telefon kann man machen via FaceTime oder normal via Telefonat. Via FaceTime. Sali. Aber wie der Bro schon gerade gesagt hat, von Angesicht zu Angesicht ist schon viel besser. Dicker, ja. Okay, der Nächste. Also bisher hatte ich es halt noch nicht so, aber ich wäre down für, du kannst mir ja zeigen so. Boah. Okay. Ja, und er grettet sich ein bisschen, Chad, for real. Ich langweile mich ein bisschen hier. Oh. Ich sag dir ehrlich. Jungs, merkt ihr was? India braucht Spice, sagt man. So sagt das Ding so auf diese Spice, oder? Bro. Anyways, lass mich, bin ich das. Ich will auch so ein bisschen so UC Dan the Man und so, Spice. But anyways, wer ist der Nächste? Ich. Also ich hatte schon. Und ja, also wie Dana auch schon gesagt hat, man mag so, dich so, sag ich mal, dich so feucht zu machen, dich so geil zu machen und sowas. Und dann kannst du ja sehen, was so richtig abgeht. Live ist natürlich besser. Okay. Und jetzt muss ich drei rausholen, oder? Ja, drei. Yes, let's go. Boah, ich bin gespannt. I'm so sorry, but... Ey, wirklich, Leute,
Es ist nur... Alles also, gut. Ey, das ist hier straight rein. Weißt du, was ich meine? Fühle mich echt. Ich fühle mich lächerlich. Alles gut. Du musst straight sein. So ist das auch im Leben. Wenn die eine Frau ansprechen, dann gibt's ja oder nein. Ende aus. Meine Jungs, die halten das aus. Oh, Amori. Okay. Amori, raus, Bruder. Rein. Grüße in den Chat, ne? Amori, hast dich aber gut geschlagen, mein Bruder. Ja, muss mal real bleiben. Krass, krass. Aber am Anfang warst du echt sehr, 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 sehr hot. Also ich liebe Franzosen so, es ist nicht so. Oh, ist super gerade. Danke, gemacht super hast du. Super Julie. Scheiße. Grüße danke. Grüße in den Chat, ne? Und der da die ganze Zeit emotet, ne? Schwer. Ja, mein Bachelor. Boah, ich glaube, er meint dich Bachelor, ne? Was soll ich machen? Ich hab den anderen Namen vergessen, sagt er ehrlich. Welcher, wie sieht der aus? Extra noch so der sagen. Der mit ich glaub, dem blauen so. Lichter. Ah, Sali. Sali, I'm sorry. Alles cool, ja. Bitte, Sali. Alles cool. Bitte, Sali, mach Fitness. Hab mich auch gefreut. Ey, Jungs, ich wollte kurz sagen, Bruder, ich hab noch nie in meinem Leben so viel gecapt, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich bin miese, Hellal. Aber egal, ey, Bruder, Bachelor, du bist ein mieser Knecht, ich schwör bei Gott. Ja, Sali, willst du noch mal freestylen? Komm, warte Sali, mal. Willst du noch mal kurz rappen? Warte kurz, Sali, willst du mal warte kurz Nabil. Nein, Bruder. Warte kurz, nein, Nabil. Was hat Bruder, er gesagt? Ey, was hast du gesagt, Sali? Bruder, ich hab gesagt, Bachelor ist ein mieser Knecht, Bruder. Ich hab's ganz genau gehört. Bro, ich red nicht mit Verlierern. Geh raus, Bro. Bruder, bei sowas bin ich gerne ein Verlierer, Bruder. Tschusch, Bruder, was sagt er zu dir? Tschusch, Bruder. Raus. Herz raus. Oder hätte er so zu mir gesagt? Ja, Daniel, Bruder, hätte ich zu dir gesagt, hättest du was gemacht, aber der Bruder hat keine Eier, was soll ich dir sagen, boah, Bruder? Dicker, was sagt der Bachelor? Er hat aber keine Eier, Bruder. Danke, ja, heftig. Aber ich oh nein, dein der Herz, Verlierer, Bruder. Oh nein. Nein, Bruder, alles gut. Wir gehen mal weiter flexen, Bruder. Mach weiter E-Mails. Bei uns streiten wir uns jetzt alle? Alles gut, die kämpfen um dich, India, die kämpfen alles um dich. Alles gut, siehst du nicht diese Empathie, die wir haben für dich? Alles gut. Die kämpfen. Alles gut, okay. Okay, Sali. Gut gemacht, also, aber wir sehen uns, Heide. Also, sein Knecht, wow. Und der Nächste, der raus ist. Okay, der mit der pinke, schwarze, weiße, grau. Okay. Ich? Ja. Alles gut, Bruder. Aber hast du gut gemacht. Ja, gut dabei. Gut, ich hab gemerkt. Gut bis zum Ende gekämpft. Passt doch. Immer. Passt doch. Dann euch noch einen schönen Tag. Dir auch. Haut rein, Bachlo, du bist Dulli. Einfach die beleidigen alle bevor. Achso, jetzt sind wir ja noch. Guck mal jetzt. Einer von beiden wird den anderen nicht mehr hören und der andere muss dir eine Frage stellen. Und dann musst du bewerten, wie gut du die Frage findest, beantwortest die Frage. Und ja. Let's go. Und dann stellt der andere dir die Frage. Und dann musst du zwischen den beiden entscheiden. Die steht. Warte. Die Frage stellt. Er stellt die Frage. Genau, also er stellt dir die Frage und du schaust, welche Antwort dir besser gefällt. Also Ding. Welche Ding, wie es dir besser gefällt. Wer willst du, soll anfangen? Bachelor oder Yannick? Achso, soll ich sagen? Ja, wer soll anfangen? Wer soll anfangen? Okay, ja, dann Bachelor, fang du an. I bet. Ist der eine gemutet? Yes. India, wir sind jetzt alleine. Wir sind noch nicht alleine, aber ja. Ja, noch nicht, aber jetzt bei diesem Discord-Call. Also wenn Janik Comeback macht, geistkrank. Und was soll ich jetzt machen? Dir eine Frage stellen? Ja. Meine Frage ist, India, kennst du deine Nummer auswendig? Ja, aber ich sag's nicht. Ja, wie viele Leute gucken zu? Ja, ich weiß. Ich fass auf dich auf deine Nummer und so. Ich wollte nur wissen, ob du deine Nummer auswendig kannst. Kennst du deine Nummer auswendig? Ja. Danach einfach. Warum? Weil vielleicht brauche ich die, vielleicht machen wir was. Wie alt bist du noch? Ich bin grown. Sag, wie alt du bist. Ich? Ja. Ich bin so alt, wie du es brauchst. Du musst eigentlich deine Line sagen, Bruder. Keine Line. Savage als 21. Ich mag nicht, dass du so Secrets, keine Ahnung, was auch immer, so, was ist das? Sag doch einfach deinen Alter. Er kackt ein bisschen rein, Chat. Ich bin 19, aber ich wollte das nicht so auf Twitch sagen, checkst du? Ja, aber das ist egal. Ja? Er ist 19? Alles so 19, 20 hier. Ich bin ein Jahr älter. Nein, wow. Ist nicht so schlimm. Janik macht das, glaube ich, Chat. Ich sag, Janik macht das. Okay, 22 Uhr. Nächste. Jetzt muss Bachelor sich da, genau.
er hat so eine Line, die heißt, er ist also Savage als 21. Ja, Nick, dann, jetzt kannst du deine Frage. Achso, okay. Warte kurz, Janik, ganz kurz. Er hat so eine, wenn wir ein Date ganz kurz, hätten, Janik, okay. warte mal kurz. Guck mal, India, du musst seine Catchphrase, er hat so eine Catchphrase, für die er bekannt ist, die heißt, ich bin Savage als 21. Findest du cool oder ist nicht so ein bisschen cringe? Was hat er? Er hat so eine Catchphrase, die heißt Savager, ich bin Savager als 21. Findest du cool oder cringe so ein bisschen? Ich verstehe nicht, was cringe heißt erstmal. Unangenehm, sagen, unangenehm, Leute, unangenehm. Also unangenehm. Für mich ist egal, ich meine, es ist sein Ding. Ich respektiere, was jeder macht. Für mich ist es nicht cringe. Das wollte ich hören, das wollte ich hören. Weißt du warum? Wir machen weiter, komm, weiter. Er hat Stream. Du Wichser, ja, Bachelor. Okay, guck mal. Du Penner! Ich wollte. Du Dreckiger. Guck mal, Fragen sind langweilig. Guck mal, okay, wenn wir ein Date hätten, okay, wie wäre das perfekte Date für dich? Was würdest du sagen? Ich sag dir ehrlich, im Winter, ich gehe zu dir oder du kommst zu mir und dann kochen wir und wir gucken Filme und wir chillen. Und ich mag es, mit Leuten zu chillen. Okay, hörst du mir zu, Janik? Ich höre dir zu, ich bin da. Bei mir chillen heißt nicht ficken oder so, bei mir heißt chillen. Du sitzt neben mir, ich sitze neben dir. Du machst dein Ding mit deinem Handy und ich mache mein Ding, ohne zu sprechen, weil ich hasse reden. Guck mal, ihr seht mich so, aber es ist so, wenn man den Freund, ich rede gar nicht. Die liegen einfach nur da rum, ich liege auf der anderen Seite, Zimmer oder so und dann wird chillen so. Aber halt, dass ich das Gefühl habe, dass jemand bei mir zu Hause oder dass ich bei jemand bin. Verstehst du? Verstehe. Und was kochen wir? Das ist wichtig. Wir gucken Jeffrey Dahmer. Mhm. Ich meinte kochen. Also kochen, was wir zusammen kochen. Was wir zusammen kochen, dominikanisches Essen. Du musst nicht kochen, ich koche für dich. Okay, ich helfe dir. Du zeigst mir. Janik macht sich, glaube ich, Chat. Nee, ich hasse, ich mag Nein? dich nicht. Ich will allein. Scheiße. Nee. Einfach nur rum und ich koche. Okay, ich sitze einfach nur rum. Janik macht sich, ne? Ja, das ist gut. Was ist ja, gut. das? Was wird... Was? Weiß nicht. Der probiert ich irgendwie nicht, L irgendwas, zu sagen. Irgendwas ist falsch. Weiß nicht, verstehe auch nicht. Egal, okay, jetzt. Er hört euch jetzt auch. Okay. Jetzt, du musst sagen, wer von beiden. Wer ist es? Das grande Finale, Trommelwirbel so. Wer hat's geschafft? Oder willst du nochmal eine Frage stellen? Genau, vielleicht hast du ja noch was. Ich habe eine Frage. Wie sagt man das? Oh, aber okay, ihr hattet keinen Sex mit mir, deswegen könnt ihr mich nicht bewerten. Aber wie würdest du im Bett, also wie würdest du dich beschreiben, halt allgemein im Bett, als Mensch, ja. Wie würdet ihr euch beschreiben? Ich bin sehr humble. Ich bin sehr humble. Vier Wörter nur. Straight Adjektive. Straight Adjektive. Okay. King, humble, Gewinner, Hustler. Okay, und du, Janik? Ich bin entspannt. Ich höre gern zu. Ich bin ein Tiger. Und ein Löwe. Lass einfach auf dich wirken. Tiger und Löwe ist geisteskrank. So, ich mag beide, aber ich sag so, oh, egal, Mann. Ich kann komm, nicht beide. Du musst jetzt einen raus. Es gibt nur einen Gewinner. Das ist, wenn wir drei machen, aber ich kann nicht. Das könnt ihr privat ausmachen. Wir sind gespannt. India, wen willst du? Wer ist für dich so, wo du sagst, der ist es, der hat es geschafft? Das denke ich so, ich mag Janik, weil er ist so ruhig und er liebt sich nicht selbst, aber der andere oben liebt sich selbst und ich mag das nicht. Oh, und wer sagst du, also wer ist jetzt so für dich das Ding, Janik oder Bachelor? Oh, weißt du, was ich meine? Aber er ist hot, weißt du, was ich meine? Ja, so. Er ist hot, ja, ich weiß. So. Komm, wie er lächelt, Ja, du kannst nochmal einen Blick raushauen in die Cam. Aber warum macht er so die ganze Zeit in der Kamera? Das ist ein bisschen komisch, echt. Das ist sein Ding, aber sein egal. Riss. Sein Riss. Ey, es ist so schwierig sogar für mich gerade. Wer macht's? Okay, würdet ihr eher oben oder unten? Sag, genau, Jungs, komm. Letzte Frage, komm. Ich bin eher dominanter, ich mach's eher von oben, weil diese Third-Position, du kennst die Missionary, das ist genau das, mein Ding mit Kissen darunter. Aber ich mag alles so, deswegen. Janik? Janik? Janik?
Ich bin Jungfrau. Also willst, hör auf, also kann India dir was beibringen? Nein. Kannst mir beibringen. Oh, aber India ist schon krass, unerfahren und so, weißt du? Kannst ihm zeigen, wo es lang geht, weißt du, wie ich meine? India, jetzt hast du den letzten Eindruck. Du kannst sagen, Bachelor oder Yannick, wer gewinnt? Warum capst du nicht, Bruder? Sag doch, du bist der Heftigste. Okay, I'm so sorry. Bachelor, du warst echt, echt nice. Aber ich nehme Yannick. Oh mein Gott! Nein! Egal, ja, aber ich nehme dich in den echten Leben. Was? Genau, was? Das nicht im echten Leben. Was? Nein, ich habe gesagt, egal, ob ich verloren habe oder so, ich nehme dich im echten Leben. Was? Ich rede nicht mit Losern. Oh mein Gott! Easy, Yannick. Oh mein Gott! Oh. By the way, ich heiße Bachelor Baby und ich bin schon DMs geslidet. Oh mein Gott. Cool. Warte, ich gucke. Nice story. Was hat der mit... Achso, du hast mich schon mal geschrieben, oder? Nein, ich hab jetzt geschrieben. Was hat der gemacht mit ihr? Mit ihm, was hat er mit ihm gemacht? Was? Yannick! Darf er so mit dir, Bachelor? So Disrespect? Er? Ja, Bruder. Bro, das Ding ist... Was soll ich machen, Digga? Der Arme. Der ist glücklich. Soll ich zeigen, was er mir geschickt hat? Ja, zeig. Oh, India, Babe. Feierst du? You looking cute, yeah. Let me see his picture. Ich bin privat, aber warte, ich mach kurz online für dich. Ich hab dich gefolgt. Ah, okay, gut. Ich folg dir auch, glaube ich. Crazy. Man, so ein Typ meinte, die sollten davor reinholen. Nee, scheiß drauf. Aber krass, also sagst du, Yannick, stark, Yannick. Ich sag ehrlich, India. Nee, stark. Was hast du ihm am Anfang gegeben gehabt? Ich glaube 6 oder so, ne? Yannick, ja. Ja, ja. Da hat es glaube ich 6 gegeben. Aber guck mal, ist ja gut gewesen, so weißt du. Also er hat sich. Ich habe doch 3 bekommen, oder nicht? Nee, du hast glaube ich. Das Ding ist halt so, ich mag halt Männer, die so leiser sind, weil ich rede viel und es ein Balance haben. Hast du mich so missverstanden? Ich bin eigentlich ein echt so leiser, aber da hier man redet. Du hast einfach muss, verloren. Take the L. Checkst du, was ich meine? Aber ich nehme den L gegen Yannick, auch wenn es ein bisschen Cap ist, aber egal, alles gut. Würdest du sagen, also ganz kurz in dir, er sagt das Cap, dass du ihn genommen hast, so, weißt du? Das Ding ist halt so, am Anfang, ich habe mir gedacht, ich nehme ihn, weil du warst echt, aber dann hast du angefangen, diesen ganzen Scheiß zu machen. Bachelor, du hast am Anfang 10 bekommen von ihr und Yannick nur 6. Yannick hat sich gerettet, Bruder. Daniel, diese ganzen Emotes, wie ihr sagt, so, das war eher für Entertainment, für den Chat, so. Als ob ich so auf Date gehe mit Chaya und ich mache so die ganze Zeit. Seitdem. Ja, ja, das Lost? Ist ja easy. Nein. Easy. Das ist weißt du? Ich bin ein grown-ass man. Ja, das ist aber ein Date hier. Du kannst die ganze Zeit so, ey, what the fuck ist das? So und so. Irgendeine Scheiße. Ich meine so, das war echt weird. Aber was meinst, also du, mit, wie meinst du, was meinst du mit, was ihr nennt? Was meinst du, wer ist denn ihr? Aber ist nicht Löw. Also, der nein, Chat. Nicht ach, der Chat. Aber okay. Daniel, guck ganz kurz Insta. I got you, warte. Sind wir jetzt fertig mit diesem? Ja, Bachelor muss jetzt leider raus, Bruder, aber danke, dass du mitgemacht hast, ne? Du hast gezeigt. Ey, Daniel, danke für die Invite wieder. Okay. Invite wieder, okay. Wenn ihr nochmal Bock auf Bachelor habt, dann W's in den Chat. Gerne, Bruder, danke nochmal und ja. Ey, India, guck DMs, hau rein. Hau rein. Ja. Egal, krieg gerne deine Nummer jetzt so. Er hat gewonnen und so. Ich schick, ja. Stark, Yannick. Ich bin stolz auf dich, Yannick. Ich küsse dein Herz. Gib's auch VIP gleich. Muss nur reinschreiben. Kriegst du gleich VIP, Bruder. Stark, Yannick. Crazy. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass er es macht, weil er war so, weißt du, aber er hat sich gut gerettet, sag ich ehrlich. Er ist süß. Deswegen. Und er ist so. Ich mag ihn. In welche Stadt kommst du nochmal? Aus welchen? Stuttgart. Stuttgart. Und weißt du, was dich richtig gerettet hast, als du gesagt hast, du bist Jungfrau, ich kann dich alles beibringen, was ich will?
Da dachte ich mir. Ja? Ein Mann. Okay. Okay, gut. Janik, danke dir. Dann rede ich gleich jetzt nochmal mit India alleine ein bisschen kurz hier. Und, ja. Okay, stark, Janik. Stark, du hast dich heute zum Held gemacht. Stark. Wow. Der Chat liebt dich. Okay, Bruder. Hey, Chat, ich liebe euch, Jungs. Ciao, ciao. Ja, baby, make me a baby. My. Chat, geisteskranker Stream gewesen, for real. Also, das war Real Talk jetzt. Ganz kurzer Real Talk, Chat. Geistesgestört gewesen, das E-Date. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war geisteskrank unterhaltsam. Der Chat hat richtig Gas gegeben. Ihr wart krass, krass drauf. Danke an Bachelor, dass er mitmachen konnte. Danke an die ganzen Jungs. Danke an India. Und E-Dates werden wahrscheinlich in Zukunft, also ab und zu mal kommen. Natürlich wird es was Besonderes bleiben, aber es wird kommen, Chat. Es wird kommen, ja. Und ja, was soll ich sagen, Chat? War krass. War geisteskrank heute.